Risikospiel. Aber durch ein Unrecht einer erst von ihm. Und von Neuseeland hat er sich jetzt schön frei gemacht. Der Wurf ist immer interessant. Aber wenn er trifft, hat Kareem Abdul-Jabbar Gedächtnisbrille mit Komplettumrundung um den gesamten Hinterkopf raus, damit die dann nicht so leicht runterfällt. Das ist ein guter Move und das sind die ersten Punkte. China kann noch näher rankommen. Das wird Anderson machen, ja. Und dann gibt es ein technisches Foul für Flopping. Ja, das hatte Dennis Iromi angekündigt. Sie soll da nicht so. 5 Punkte fehlen, 3 Assists. Und das ist stark von Lee Kaya. Da haben sie ja dieses Mismatch, weil Neuseeland da ein Stück weit in der Rotation dann manchmal zu klein ist, wenn dann vielleicht ja inspiriert von seinem Fußballverein aus seiner BBL-Stadt Hertha BSC Berlin, gestern ja 5-0 gewonnen, hat er vielleicht reingeguckt. Und für China im zweiten Viertel, seitdem Neuseeland vorne. Meistens auch mit den Antworten. Das ist sehr gut verteidigt, aber Mannschaftsfoulgrenze. Gatay raus. Und das ist wieder so ein typischer Slow-Mo-Move von Anderson. Jetzt das Play-In. Und die Hand von Anderson. Der spielt den Ball vor und jetzt spielen sie es runter. Machen sie es bis zum Ende. Ja, das wird reichen für China. Sie sind noch einmal in Führung gegangen, 69-68, und zwar im richtigen Augenblick, 27 Sekunden vor dem Ende. Kyle Anderson mit dem entscheidenden letzten Steal und China mit einem Versöhnungsspiel.